Hallo, willkommen zurück zu Sip & Shelly's DIY. Heute läuft alles komplett anders ab. Das war nicht geplant so, aber Josef und ich wurden beide operiert. Und das heißt, wir dürfen beide nicht hemmen, wir dürfen wirklich nicht handwerkeln. Für uns beide ganz schwierig und ganz schrecklich, muss ich sagen. Aber wir haben überlegt, was wir euch heute zeigen können, was ihr anschauen könnt. Und zwar hier haben wir unsere Mid-Century Modern Möbel. Wir haben 5 Stück für euch. Wir zeigen euch diese Möbel, was wir renoviert haben, wie wir renoviert haben und wir erzählen euch ein bisschen über die Geschichte der Möbel. Hier ist unser Möbelstück Nummer 5. Das ist ein Möbelstück von der dänischen Firma Royal System. Das ist eigentlich ein Hängesystem. Wir haben hier von 5 Stücke gekauft. Das ist eins. Hier ist der andere und die anderen 3 sind im Haus und die sind eigentlich als ein Hängesystem aufgehängt in einem Wohnzimmer. Die haben einen Hintergrund, normalerweise in Teak, wo man die Sache reinhängt. Es war so, dass wir 5 Stück geholt haben. Die waren in einem furchtbaren Zustand, die haben Flecken oben drauf gehabt und es waren nur diese 5 Schränke aufeinander gestapelt. Die Aufhängesystem hat es gar nicht gegeben. Dann war für uns klar, was machen wir? Wir haben entschieden, dann Hairpin Legs unterdrunter. Wir nutzen diese Dinge als Nachttischle. Und wir haben bei manchen Möbelstück haben wir was restaurieren müssen. Gerade bei diesem Möbelstück haben wir das Schublad machen müssen. Und jetzt ist der kleine Schrank hier. Dieser Schrank hat kein Schublad gehabt. Und zwar hat Josef dann ein Schublad nachgebaut. Wie man sieht hier, er hat einfach Teakholz genommen von einem anderen Schrank und hat einfach daraus eine Schublade gebastelt, das gleich aussieht wie der andere. Nur was leider war, ist, der Teakholz war nicht gleich die passende Farbe zu der anderen Teakholz. Man sieht es, ganz leichter Farbunterschied, stört uns nicht. Wir können die Möbel benutzen. Hier ist der Nummer 4. Das sind unsere Glostrup-Essstühle. Und zwar haben wir hier von 8 Stück. Die haben etwas anders aussieht. Das seht ihr jetzt. Wir haben, wie ihr sehen könnt, haben wir die im Prinzip jetzt neu gepolstert. Die waren ziemlich dreckig. Das war nicht schön. Der Schaumstoff war kaputt. Die Sitzfläche war kein Problem zu machen. Aber die Lehne hat uns große Probleme verursacht. So, um diese Rückenlehne zu machen, mussten wir eigentlich die Armen wegmachen. Wir haben versucht, die Armlehnen wegzumachen. Das ist wirklich nicht gegangen. Die sind super, super toll gemacht, die Stühle, und sind richtig gut geleimt, dass wir die nicht weggemacht haben, nicht mehr wegmachen haben können. Ja, dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin, dass man hier den Stoff wieder reinkriegt, weil original wurde da schmal der Rücken gemacht und die Armlehne dann drauf gemacht. Und dann haben wir es so gemacht, wir haben hier eine ganz feine Schlitz reingemacht, dass man dann den Stoff reinkriegen könne und rein leimen könne. Das haben wir dann gemacht und dann sitzt das alles wunderbar. Ich finde, da haben wir wirklich einen guten Job gemacht. So, hier haben wir eine Wohnzimmer-Komm-Esstisch ist das. Das habe ich gesehen auf einer Baustelle. Da sind sie drauf gestanden und haben ein Zimmer gestrichen. Ich habe sofort erkannt, dass das ein ikonisches Stück dänisch Designmöbel ist. Das ist bei der Designer Kai Christensen, bei der Firma Wildburg. Und wo ich es gesehen habe, war es voll mit Farben. Es hat Nägel drinnen gehabt und ich habe fast blähren können. Und für mich war es ganz klar, dieser Tisch muss ich mir retten. Jetzt zeige ich euch, was das ganz Besondere ist an diesem Tisch. Hier haben wir unser Möbel Nummer 2. Genau. Das hier ist ein dänisch Teak Sofa. Hiervon haben wir nicht nur dieses 2-Sitz-Sofa, wir haben das 3-Sitz-Sofa und wir haben das Sessel.
dieser Sofa war nur das Gestell. Da war gar nichts dabei. Da war auch unter keine Bespannung. Bespannung. Die war nicht vorhanden. Da war gar nichts. Das war nur die Rahmen. Und die Rahmen war auch noch höher, gell? War auch Hochlehne hinter. Dass wir dann entschieden haben, wir schneiden es runter. Ich habe ein Bild, ich zeige euch, wie der Hochlehne sieht aus ohne Polster. Und dann haben wir es niedrig gemacht. Das heißt, wir, er hat es niedrig gemacht. Es war ein bisschen Arbeit, was hat ein bisschen Knick drin gehabt, aber hat es hinkriegt, dass es wirklich schön aussieht. Und ja, wir können es nachher zeigen. Zeigen wir. Wir zeigen es euch. Und das ist tatsächlich unser Wohnzimmermöbel. Und wir lieben es sehr. Wir finden es einfach super bequem. Und das ist wirklich ein Möbelstück, das von der Sperrmüll gerettet ist. Ja. Sind wir bei unserem besten Stück, das wir gemacht haben. Aber bevor ich darüber rede, möchte ich euch bitten, zu abonnieren, Kommentar hinterzulassen oder zum Liken. Ja, wenn Sie nicht schon abonniert haben, dann verpassen Sie einfach was. Mach's einfach. Das ist ganz toll. Wir haben ganz viel zum Bieten für euch. Aber jetzt reden wir ganz einfach über diesen Sessel. Der Sessel, der ist von Finn Juhl. Der ist der Designer, ein dänischer Designer. Heißt Bewahne Sessel und ist gemacht worden von der Firma Franz & Son. Ich tue euch jetzt ein Foto einblenden, dass ihr sehen könnt, wie es vorher ausgesehen hat. Ihr habt ja gesehen, dass es auf jeden Fall der Sessel weiß gestrichen war, die Polsterung komplett falsch war, die Knaufe einen Fremdkörper obendrauf gehabt hat. Und das ganze Sessel hat gemuffelt. Es hat echt gestunken. Wir haben angefangen, erstmal das ganze Sessel auseinanderzunehmen, Polster komplett wegzumachen. Die haben wir komplett neu gemacht. Haben wir den Rahmen auseinandergebaut und die Knaufen weggemacht. Dabei haben wir gesehen, dass die Knaufen muss man komplett neu machen. Josef hat frische Knaufen gedrechselt. Die zeige ich euch. Wir haben den Lack entfernt von der Rahmen. Dabei hat Josef eine Sierklinge benutzt und dann hinterher geschliffen. Mit Beiz ist es leider nicht abgegangen. Da war das Lack einfach viel zu sehr. Es ist nicht gegangen. Dann hat er in die Pore einfach mit den Nageln jede einzelne Pore mehr oder weniger nacharbeiten müssen, bis wirklich der komplette Weißlack weg war. Dann in der Zwischenzeit habe ich frisch gepolstert. Rot haben wir gewählt, weil unser Möbel natürlich alles rot ist. Und ja, jetzt sieht der Original aus. Ich hoffe jetzt, unser Film hat euch gefallen. Wir sehen euch in 2 Wochen und sag ciao, ciao.